Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Nicht wundern, es wird jetzt gleich nochmal eine Anmoderation geben, aber das Ganze war ein bisschen durcheinander und deswegen, es gab halt kein richtiges Ende und so weiter und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt hier nochmal eine Anmoderation zu führen, damit dann auch die Abmoderation, die es nachher geben wird, habe ich gerade führen gesagt, ich meine natürlich filmen, damit die Abmoderation, die ich nachher machen werde, auch Sinn gibt. Also bleibt bis zum Ende dran. Denn ich habe am Ende noch was zu verkünden, was das nächste Video angeht. Und jetzt kommt das eigentliche Video. Ich war in meiner Heimat in Oberschwaben in einem Moor unterwegs. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, als euch viel Spaß zu wünschen. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin momentan gerade wieder in meiner Heimat in Oberschwaben und bin hier unterwegs in einem Moor, das nennt sich Prungener Ried. Und ich war ja bisher nur im Sommer, wo ja alles schön grün ist logischerweise. Schöne Teiche gibt es hier, in denen diverse Froscharten verkehren, seltene Vogelarten und überhaupt ein wunderschöner Ort. Im Winter erstrahlt das Ganze hier in einem völlig neuen Licht, wie ihr seht. Liegt auch ein bisschen Schnee, was ich schön finde, was das Ganze optisch aufpäppelt. Und wunderschön finde ich auch schon diesen Weg, auf dem ich hier gerade bin, der sich hier durch kniehohe Heidelbeersträuche schlängelt. Mit dabei ist auch diesmal wieder Jere, kennt ihr aus meinen alten Videos. Und er hat sich ja diesmal nicht nehmen lassen, sich mir anzuschließen. So, am Scheideweg. Hätten wir jetzt zwei Kameras, könnte man es entscheiden. Du den einen Weg, ich den anderen. Gehen wir erst mal da lang, weil ich glaube, da handelt es sich um eine Art Sackgasse, die einfach zu einem Tümpel führt. Ja, okay, also hier geht es eigentlich nur dorthin zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Das bedeutet, wir drehen wieder um. Schaut mal hier, gefrorene Flächen. Boah. Unzählige Moorleichen schlummern unter dieser so friedlich wirkenden Eisdecke. Man weiß nie, boah, ob der Boden einen hält, wow, oder ob der Schein trügt. Und wie ihr seht, trügt er. Ich weiche mich mal lieber nicht besser rein, oder Schere? Der will sehen, wie ich einkrach. Für die Klicks. Für die Klicks, Mann. Bemerkenswerte Pilze. Schau mal, der da. Hört man gar nicht, dass ein Pilz ist. Das Spektrum an wohlschmeckenden Pilzen ist jedoch so gering, dass sich Pilzsammeln im Ried nicht lohnt. Schreiben Sie nur hin, dass hier niemand Pilze sammelt. Ja, das ist ja auch gut so, dass hier die Arten geschützt werden, aber trotzdem. Ich habe euch schon durchschaut. Alter, ziehe ich mal die fetten Heidelbeeren rein, die hier nebendran sind. Da bekomme ich doch direkt schon wieder Lust auf den Sommer. Hier gibt es eine wunderschöne Plattform mit Bänken.
inmitten einer Tundra-ähnlichen Moorlandschaft, bei deren Betreten man wahrscheinlich sofort irgendwo einsinken würde und nie mehr zum Vorschein kommen. Und das Ganze ist eingebettet in Wald, der hauptsächlich aus kleinen, knorrigen Kiefern besteht, die das Ganze hier harmonisch und zugleich mysteriös, geheimnisvoll abrunden. Dieser Strauch hier entpuppt sich als Überlebenskünstler, wurde umgeknickt, aber die Wunden verheilen und er wächst wieder zusammen. Der hat nie aufgegeben. Dieser Nistkasten wurde für Fledermäuse angebracht. Schon eine kleine Zwergfledermaus frisst bis zu 1000 Mücken pro Nacht. Überleg mal, was so ein ganzer Kasten voller Fledermäuse pro Nacht an Insekten vertilgt. Deswegen sind sie auch für Menschen sehr nützliche Arten. Allerdings halten die jetzt gerade Winterschlaf, zumindest die meisten. Aber da gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Ich habe auch schon manchmal im Winter eine Fledermaus rumfliegen sehen. Manchmal sind die halt auch verwirrt von milden Wintern und so weiter. Und manchmal wird auch die eine oder andere aufgeweckt. Ich weiß auch nicht genau, was da Sache ist. Aber ja, in seltenen Einzelfällen sieht man auch im Winter mal eine Fledermaus ihre Bahnen drehen. Wisst ihr, woran man auch erkennt, dass wir uns hier bei einem Moor befinden? An der schwarzen Erde dieser Maulwurfshügel hier. Je tiefer das Moor, desto schwärzer die Erde. Altes chinesisches Sprichwort. Ja, das war's. Wie ihr merkt, es gab keine richtige Verabschiedung und nichts. Ich habe dann einfach irgendwann aufgehört zu filmen. War auch arschkalt, aber so kann ich euch natürlich nicht aus diesem Video entlassen. Also sage ich jetzt hier nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und das nächste Video wird auf Englisch sein. Denn ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ankommt und ob ich damit ein internationales Publikum erreichen kann. Wenn nicht, dann lasse ich es wieder, aber wenn doch, dann werde ich vielleicht auch öfters mal englische Videos auf diesem Kanal bringen. Schauen wir mal. Es ist alles eine sehr experimentelle Sache. Oh, die Kerze geht gleich aus. Und ich will einfach mal schauen, wie sich's entwickelt und wie es so ankommt. Ja, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Habt noch einen wunderschönen Tag und überhaupt ein wunderschönes Leben. Ich habe euch lieb. Ciao.